Guten Tag zusammen. Servus, grüß Gott. Haben wir ein Wetter? Jetzt bin ich zu dunkel, weil die Sonne im Hintergrund ist. Warte mal, wo haben wir denn die Sonne? Da oben? Weiter oben, oben, oben. Da. Schattenbild. Kriegen wir es jetzt hin? Na. So. Seht da auch nichts. Ganz klasse. Drehen wir uns einfach um, dann sieht es besser aus. So. Da haben wir es so. Laufen wir ein bisschen weiter weg. So, wir befinden uns auf der Brücke zwischen Planet Hollywood und Cosmopolitan. Cosmopolitan ist jetzt in die Richtung, Planet Hollywood ist hinter mir. Hinter mir seht ihr den großen HD-Bildschirm. Und wir gehen gleich ins Planet Hollywood, ins erste Stockwerk rein. Das haben wir nämlich beim letzten Stream beim Planet Hollywood komplett nicht auf dem Schirm gehabt. Zumindest ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt. Dann bin ich hier hochgegangen, habe ich gesehen, Mensch, hier gibt es ja noch ein Restaurant und Rainforest Café und einen Kletterpark für Kinder und ein Tattoo-Studio und das Ganze. Und ja, wir gucken uns das gleich an. Wir laufen da rein. Bei Barbara Gump gehen wir auch rein. Da habe ich gefragt, ob wir filmen dürfen. Wir dürfen filmen und in den Souvenirladen. Oben dürfen wir leider nicht hin zum Restaurant. Aufgrund von Covid-Zeiten ist es restricted. Du kannst nur rein mit einer Reservierung und mich da jetzt, es bringt ja nichts, mich da hinzusetzen, was zu essen mit euch. Ihr wollt ja ein bisschen was sehen. Ich zeige euch aber gleich, wie es von draußen aussieht. Jetzt erstmal einen schönen Blick auf den Las Vegas Boulevard. Einmal diese Richtung. Guck mal, die Leute sind in kurze Hose hier. Wir haben Mitte Dezember, sind zwar nur 14 Grad Außentemperatur, aber in der Sonne knallt es ordentlich. So, genießt den Blick. Warte mal, ich mache mal die Kamera noch ein bisschen höher. Ich hoffe, es klappt jetzt so. Könnt ihr euch einen Screenshot machen? Da sind wir über der Scheibe. Rechts das Paris Hotel, links Bellagio. Und da sind wir beim Cosmopolitan. Da haben wir auch schon einen Stream gemacht. Da oben über dem Käfer, der da gerade ist, da ist ja die Poollandschaft, wo gerade die Eislaufbahn ist. Könnt ihr euch auch anschauen. Da haben wir den Eingang zum City Center, Aria Hotel. Da haben wir den letzten großen Stream gemacht mit der Weihnachtsdekoration. Dann haben wir die Richtung. Erstmal diese riesen Leinwand hier vom Aria. Und schaut euch bitte an, wie viele Wolken wir haben. René, der beste Reiseführer. Dankeschön. So, und der Blick Richtung Süden. Auf dem Las Vegas Boulevard. Und da der Blick hin zum Planet Hollywood, wo wir gleich reinlaufen werden. Dann mal das große Hotel Planet Hollywood. Diejenigen, die schon eine ganze Weile nicht hier waren, früher hieß das Aladdin. Das könnt ihr euch im anderen Stream anschauen, den wir bereits aufgenommen haben über das Planet Hollywood. Da habe ich es ein bisschen erklärt. Da sind wir auch unten durch die Shops durchgelaufen und haben den großen Regensturm gesehen. Das könnt ihr euch da alles sehen. Deine Streams sind genial geil. Dankeschön, Heinz. Da stand ich auch im März 20. Wow, dann hast du genau den Shutdown mitbekommen, den wir hier bekommen haben im März. Das ging ja ziemlich schnell. Aber wir wollen uns heute definitiv nicht mit Corona, nicht mit Travelban, nicht mit Trump, Biden, Merkel oder sonst was beschäftigen. Ich weiß, ihr habt einen Shutdown in Deutschland. Deswegen lasst uns die Zeit genießen, genießt den Stream. Falls ihr viel Langeweile habt zu Hause, weil ihr nichts machen könnt oder dürft oder wie auch immer, geht auf meinen YouTube-Kanal.
Der ist verlinkt unter meinem Instagram-Namen oder unter meiner Homepage. Und dann guckt euch ein paar Videos aus Las Vegas an. Und aus diesem Grund legen wir jetzt auch gleich los. Positiv denken. Die Welt dreht sich weiter. Es wird alles schön. Deshalb legen wir los. Ja, Community-Treffen. Gut, dass du das ansprichst. Es war ja schon bei mir, ich drehe nochmal um. Es war ja schon in einer Story bei mir gewesen, bei Instagram. Ich habe ja so die Umfrage gemacht, Frage-Antwort-Spiel. Und da kam der Vorschlag, ob wir nicht mal ein Community-Treffen in den Universal Studios in Los Angeles machen sollten, wenn der Travel-Ban wieder aufgehoben ist. Und da habe ich geschrieben, ich bin sofort dabei. Weil, vielleicht wissen das einige nicht, ich liebe Freizeitparks, egal ob es Disneyland, Knott's Berry Farm, Universal Studios etc. ist. Universal Studios hatte ich, ich glaube, 2 Jahre lang sogar einen Jahrespass. Mein Rekord war 4 Mal in einem Jahr dorthin zu gehen. Ich kann mich nicht satt sehen. Das ist, ich finde es einfach nur geil. Also ich bin definitiv dabei bei einem Treffen von Deutschen, die dann irgendwann mal nach Amerika kommen und dann gehen wir zusammen in die Universal Studios. Genauso ist es ja geplant, wenn ich mal nach Deutschland kommen sollte. Das wird jetzt aber nicht in naher Zukunft sein. Können wir auch Phantasialand machen etc. Wir lassen uns da was einfallen. Aber das besprechen wir denn, wenn es soweit ist. Und wir werden auch organisieren Treffen in Las Vegas. Und ich habe das wirklich vor, dass wenn alles wieder seinen normalen Weg geht, dass wir einmal im Monat, damit auch jeder natürlich die Chance hat auf so ein Treffen, hier ein Treffen zu machen. Und da können wir verschiedene Orte machen. Da können wir hier das Rainforest Café machen. Da können wir Baba Gump machen. Da können wir... Egal wo, was für Vorschläge sind, Denny's, Applebee's, Chili's, es macht jetzt Olive Garden demnächst da unten auf, am südlichen Las Vegas Boulevard, am MGM Grand, in Deutschland Europapark. Wir lassen uns einfach irgendwas einfallen, wir lassen uns die Laune nicht vermiesen. So, genug gelabert, jetzt kommen wir zurück zum eigentlichen Stream. So, das Restaurant Baba Gump Shrimp. Hier oben ist erstmal eine coole Location am Las Vegas Boulevard. Du kannst hier draußen sitzen und hast natürlich einen super Blick auf den Las Vegas Boulevard hier runter. Du kannst hier oben laut einem Kunden von mir auch super Silvester feiern. Der ist jedes Jahr hier bis auf dieses Jahr. Und da musst du einen gewissen Eintritt bezahlen. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer. Vielleicht, wenn er dabei ist, kann er es reinschreiben. Ich glaube, es liegt so um die $100. Und jedes Jahr ist ein anderes Thema und dann gibt es Geschenke dazu und irgendwelche Souvenirblocks und Kugelschreiber und Masken und Buffetessen und so weiter. Und dann bist du da oben drin. Dieses Restaurant ist übrigens die einzige Restaurantkette weltweit, die durch einen Film beeinflusst wurde. Und zwar von Forrest Gump mit Tom Hanks aus dem Jahr 1994. Oder der Film ist 92, das Restaurant ist 94 gegründet worden. Es ist ein Restaurant, was jetzt nicht unbedingt zu meinen Favoriten gehört, weil es hat Fisch und Meeresfrüchte. Und wie ihr wisst, ist Fisch und Meeresfrüchte nun nicht so mein Favorite Food. So eine schöne Muschelplatte, da kannst du mich wahrscheinlich gleich in eine Klinik einweisen. Nee, das geht nicht. Da bevorzuge ich dann lieber ein Steakhouse oder ein Italiener etc. Mittlerweile ist es jedenfalls eine Franchise-Kette. Haben insgesamt 42 Restaurants weltweit, aber nicht in Deutschland. In Europa gibt es das aber in Frankreich. Ja, gleichzeitig ist es auch ein Merchandise-Store mit drin. Jedes Restaurant hat auch einen Souvenirladen. Da können wir gleich durchgehen. Ich habe schon gefragt, ob wir filmen dürfen. Ja, dürfen wir. Inhaber ist im Übrigen mittlerweile die Landry's Incorporation Group, genauso wie das Rainforest Café. Da gehen wir dann auch gleich rein, zumindest unten in den Souvenirladen. Oben ins Restaurant kommen wir auch nicht rein, aufgrund von Covid, bla 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 bla. Die Landry's Incorporation Group hat mittlerweile über 50 Restaurantketten unter seiner Haube. Da gehört auch unter anderem Claim Jumpers mit dazu, falls euch das was sagt. Auch ein nettes Restaurant in Las Vegas. Und jetzt laufen wir hier rüber. Ist das ein Wetterschirm, oder? Und nochmal schnell der andere Blick in die Richtung. Übrigens hier rechts seht ihr so ein großes W von Walgreens.
dort unbedingt reingehen. Ja? Der Laden ist dort unten, dort. Kauft nicht in eurem Restaurant, in eurem Hotel, wo ihr seid. Egal, ob ihr im Planet Hollywood seid oder im Cosmopolitan oder im Aria etc. Kauft dort nicht in den Stores irgendwelche Lebensmittel, Wasser, Chips etc. Die sind schweineteuer. Geht bitte in Geschäfte, die ABC Store, Walgreens, CVS und so weiter heißen, da kostet das Wasser dann halt einfach nur $1 und halt nicht $4 oder $5 oder $8 etc. Hier haben wir nochmal einen schönen Blick auf City Center. Links haben wir das Waldorf Astoria, das war früher Mandarin Oriental. Das da sind Büroräume und Eigentumswohnungen. Dann haben wir dort das Aria, wo wir den letzten Stream hatten. Und da haben wir das Cosmopolitan mit seinen zwei Towern. Und nebenan haben wir dann auch schon Bellagio. Ihr könnt bei Walgreens auch nicht nur Lebensmittel kaufen. Ja? Ihr könnt auch Hygieneartikel kaufen, wer eine Zahnpasta vergessen hat oder Zahnbürste, Kopfschmerztabletten haben möchte. Egal, ihr könnt auch Souvenirs dort kaufen, Bilderrahmen, Kissen, Schokolade. Wirklich, die haben alles drin. So, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Laden hier. Fangen wir mit dem an. Baba Gump. Da kriege ich ja gleich richtig Appetit. Ist das lecker. So, hier fangen wir schon mit den ersten Souvenirs an. Auch hier wieder diese Liebe zum Detail. Guckt euch mal die Decke an. Einfach so mit Holz verkleidet und dennoch so eine Metalldecke, cool gemacht. Übrigens gibt es dieses Restaurant auch, vielleicht ist es da vielen von euch bekannt, am Santa Monica Pier in Kalifornien. Wenn du dort auf den Steg raufläufst, dort hast du gleich auf der rechten Seite dieses Restaurant und dann sitzt du halt direkt am Wasser. Mal hier mit so einem kleinen Anker. Ich glaube, das sind sogar Becher, die anfangen zu leuchten. Genau, die haben unten eine Batterie drin und wenn, ich weiß nicht, wenn eine Flüssigkeit reingeht, dann fangen die an zu blinken. Und für die ganz Kleinen natürlich auch. Der Strampler. Über 300 Leute schauen zu. Vielen Dank fürs Einschalten. So, hier geht's hoch. Bar, Restaurant, Seafood Market. Ich selbst war da oben noch nie gewesen, komme da auch nicht hin, weil abgesperrt. Das machen wir denn nochmal neu, wenn der ganze Spuk vorbei ist oder wir ein Fan-Treffen machen. Und dann gibt's eine ordentlich große Fisch-, Muschel- und weiß ich was, Seeplatte. So, ich muss ein bisschen lauter erzählen und viel, weil wir natürlich Hintergrundmusik haben. Ansonsten wird YouTube dann wieder Faxen machen. Deswegen machen wir das mal hier so ein bisschen schneller. Und quatschen und quatschen und quatschen. Oh, hier gibt es einen Fahrstuhl. Kannst du mal mit dem Fahrstuhl nach oben fahren. Ist aber auch geschlossen. Ah, jetzt macht sie den Fahrstuhl auf. Okay, die haben eine Reservierung. Und die dürfen jetzt nach oben und dann gibt es die schöne Muschelplatte. Herrlich. Guck mal, das Käppi sieht cool aus, oder? Lieber in Cheesecake Factory essen gehen. Können wir auch machen. Cheesecake Factories, aber nicht am Las Vegas Boulevard. Doch, sicher. Ich wollte gerade sagen. Doch, wir haben. Und zwar im Caesars Palace und einmal an der Nord Outlet Mall. Können wir Cheesecake Factory machen. Ist vom Preis her in Ordnung. Riesenportion, mega lecker. Also da werden sich schon ein paar Locations finden, was wir denn machen werden. So viel dazu. Hier für die kleinen Mädels. Guck mal, sogar so ein kleiner VW-Bus hier. Das dürfte ein T1 sein. Hippie-Bus. Ja.
Zimmer sind so voll, bin gleich dabei. Und Masken könnt ihr hier kaufen. Das ist ja das neue Geschäft hier. Und hier sind sogar Socken, oder? Guck mal, ihr könnt Socken kaufen. Für die ganz kleinen bis ganz groß. Alles dabei. So. Ich würde ja gerne nach oben laufen, aber so sorry. So, hier könnt ihr denn noch euer eigenes Straßenschild. Road, Street, Way. Hier drüben haben wir Fat Tuesday. Hier könnt ihr euch denn diese großen Becher holen, die ihr öfters seht am Las Vegas Boulevard. Wenn die Leute damit rumlaufen mit Alkohol drin. So sieht das Ganze denn aus. Mit einem ordentlichen Schuss. Wo haben wir die Preise? Da, hier haben wir die Preise. Macht euch Screenshots. Achtung, wir fangen oben an. Dort. Ich darf auf jeden Fall US-Militär, ihr zieht nach Vegas. Okay. So, dann haben wir hier ein Tattoo-Studio. Ich muss mir ja auch noch ein Tattoo stechen lassen. Das gehen wir mal nächstes Jahr. Ne? Man verschiebt immer, ist wie so ein Zahnarzt. Hat ja Zeit, machen wir denn nächstes Jahr, ne? Ich glaube, ich habe das schon letztes Jahr gesagt, dass ich das dieses Jahr mache. Aber nächstes Jahr machen wir es definitiv. So, aber ich weiß nicht wo. Aber bin ja auch ein extremer Schisser, was das angeht. So Nadeln und so ist ja gar nicht so mein Ding. Kann man hier am Rand reinschauen, wenn die sich hier... Oh, guck mal, das sieht ja aus wie so auf so einem OP-Sessel hier. Gottes Willen. Ja, also in 3 Wochen beim Tätowierer. Gestrichen, ich habe nichts. Ups, oh, so sorry. Thank you. So, jetzt habe ich einen Security Guy gerade eben die Wasserflasche aus der Hand gehauen, weil ich mich gedreht habe. Ach Mensch, so, was ich euch zeigen. Oh, ich wollte euch erst einen Kletterpark zeigen, aber guckt euch mal das hier an. Gut, wir haben Dezember, aber das ist mal ein Eisladen, oder? Cookies and Cream. Schön, dass ich auf Diät bin. Guck mal, da ist sogar eine Tasse reingearbeitet. Seht ihr das? So, was kostet der Spaß? Eine kleine Kugel kostet 5,95, Medium 7,25 und groß 8,95. Und damit ihr auch seht, was es dafür gibt, da haben wir die Becher. Der kleine Becher oben, rechts Medium, der linke Becher. Also in Deutschland wahrscheinlich eine kleine Portion und kostet hier 8,95. Man muss auch mal geben können, ne? Nicht nur immer nehmen. Dann haben wir hier auch ein paar Süßigkeiten drin. Ja, na sicher. Also ich bin ja kein Kuchenfreund, aber die beiden rechts sehen ja mega lecker aus. So. Illis Café. Ich weiß gar nicht, was der hier für Miete zahlen muss. Zu teuer. So, hier wollte ich euch einen Kletterpark zeigen. Und zwar, für die Kids ist es ganz cool, dort oben. Du kannst hier unten reinlaufen, dann läufst du dort nach oben und dann können die Kids dort oben langlaufen. Die werden an so einem Seil oben festgemacht. Ihr seht diese roten Schiene dort, da werden sie im Seil angehangen und dann können sie über diese, jetzt gucken wir es mal von der Seite, über diese Hängebrücke hier rüberlaufen. Da steht's. Klim Vegas Adventure. Da könnt ihr raufgehen und dann könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Es geht über mehrere Etagen nach oben.
Schade, dass jetzt hier keiner klettert. Guck mal, wie weit das nach oben geht. Vielleicht ist das auch für Erwachsene, ich weiß das gar nicht. Guck mal, hier mal einen Ausflug machen. Das ist aber ein richtig großes, was sie hier reingebaut haben. Schaut euch das an. Geht nachher einfach mal auf Google, YouTube, gebt das ein, Klimt Vegas Adventure, und dann werdet ihr ja so einige Videos sehen, was die Leute hier machen. Auch für große Kinder. Ich weiß es nicht, ob es auch für große Kinder ist. Bestimmt. Und wenn wir es dürfen, machen wir es halt einfach. So, nächste Restaurant, Panda Express, auch empfehlenswert. Günstiger Asiate, ist jetzt nichts Besonderes, aber ich mag's. So einmal im Monat ist es in Ordnung. Sehr lecker. So, nächste Geschichte hier auf der linken Seite. Ich habe es ja schon mal gezeigt im anderen Stream. Hier gibt es so eine Wassermassagebank. Aquamassage, da legst du dich rein. Also das ganze Ding klappt auf. Du legst dich rein und dann ist zwischen dem Apparat und dir selber eine Folie. Das seht ihr hier. Und hier oben gehen dann Wasserdüsen durch und die spritzen dann auf deinen Körper. Aber mit richtig Power, und das ist richtig angenehm. Das ist wirklich eine super Massage. Falls ihr hier seid, ich weiß, es ist auch nicht ganz günstig, ihr seid im Urlaub, macht das einfach mal. Und ja, ist es auf alle Fälle mal wert. Hier drüben haben wir denn die Bar. Das war früher mal in Las Vegas ganz aktuell, da gab es das an jeder Ecke. Ihr könnt euch hier hinsetzen und könnt euch so einen Sauerstoffschlauch an die Nase halten lassen und verschiedene Geschmacksrichtungen inhalieren. Ob das jetzt was bringt, wie das schmeckt, habe ich selber noch nicht ausprobiert. Benutzt den Code René10, dann gibt es Rabatt. Eigentlich müsste ich das warnen. Ich müsste, bevor ich einen Stream mache, falls wir mal mehr Abonnenten haben bei Facebook, YouTube etc., müsste ich das vorher alles abklappern und sagen, also hier kriegt ihr den Rabattcode bla bla bla, da kriegt ihr den Rabattcode so und so. Und dann muss ich finanziell natürlich auch einen Vorteil haben. Weil ich vertreibe ja keine Smile-Secret-Scheiße oder Hello-Buddy-Fake-Cream oder irgendwelche Teebeutel, die ich mir sonst wo hinhänge. Den ganzen Scheiß mache ich nicht und werde ich nicht tun, also muss ich anders mein Geld verdienen. So, da haben wir übrigens noch mehr Massagebanken. So, dort oben haben wir dann auch schon das Rainforest Café, und zwar dort oben. Da kommen wir leider auch nur in die unterste Etage rein. Und es ist aber wirklich ein cooles Restaurant, dort reinzugehen. Es ist ein Dschungel-Themen-Restaurant. Jetzt seht ihr, oben ist gerade im Regenwald. Geht Geblitze los. Überall diese laute Musik hier. So, hier haben wir ja nochmal sowas wie Fat Tuesday. Da kann man sich dann auch mal so einen Getränkebecher für $35 holen. Dort. Genau, das Rainforest Café war früher mal im... die haben sogar die Bar hier unten zugemacht. Warte mal, wir gehen erstmal ganz kurz rein, weil hier ist gerade dunkel und hier findet gerade Gewitter statt. Seht ihr das? Es blitzt hier. Super geschmückter Laden. Der war früher unten im MGM Grand drin. Und den haben sie dann rausgerissen aus dem MGM Grand, leider Gottes, und haben den hier reingebaut. Ich selbst war in diesem Rainforest Café noch nie drin gewesen. Ich war in dem alten mehrfach drin gewesen, da gab es noch ein Aquarium. Richtig schick gemacht. Also, ist ein Dschungelthemen-Restaurant. Hier unten kann man leider Gottes nicht mehr sitzen.
wegen Social Distancing. Die Bar ist auch geschlossen. Nicht, dass ihr denkt, ich erzähle hier irgendeine Kacke. Voll cool. Ja, wir laufen hier gleich durch. Hier vorne ist die Bar auch zu. Eine Karte, wo die überall verteilt sind. Zu der Restaurantkette, was ich euch gesagt habe, gehören diese ganzen Restaurants. So, den ersten Store vom Rainforest Café gab es 1994 in der Mall of America. Die Mall of America ist die größte Shopping-Mall in den USA mit über 500 Stores. Ich filme einfach mal die Karte ab. Jeder Store ist im Dschungel nachempfunden, wie wir es jetzt gerade im Nachhinein, wie wir es gerade im Hintergrund hören. Inklusive Elefanten, Gorillas, Tiger, Leoparden, Schlangen, Krokodile, Frösche haben wir hier drin, Schmetterlinge, tropische Vögel etc. Dort seht ihr, was ihr hier alles essen könnt. Mann, mache ich hier eine Werbung. Und teilweise sind halt auch Aquarien reingebaut. Hier haben wir den typischen Frosch. Hier unten haben wir das Krokodil. Das gab es beim MGM auch unten am Eingang. Dann gibt es hier auch noch einen sprechenden Baum. Da kommen wir auch gleich lang. Und du kannst hier ganz viele Souvenirsachen kaufen. Für Kinder ist das natürlich toll, ne? Hier hast du dann so eine Schlange, die du kaufen kannst. Ist wirklich ein cooles Restaurant. Kann ich empfehlen. T-Shirts. Hier mal so Flummis. Gleich mal googeln. Gibt es auch. Übrigens, falls ihr nicht ganz so weit hinfahren wollt, Disneyland Paris. Vorne in diesem Vorabbereich vom Disneyland. Dort gibt es das. Dort könnt ihr auch hingehen. Da oben seht ihr eine Giraffe. Dort seht ihr einen Gorilla. Der Store im MGM war deutlich größer gewesen wie der jetzt hier. Das ist eher ein kleiner. Da mal ein Papagei oben. Und alles auch so cool gemacht. Selbst das Geländer mit diesen ganzen mit den Seilen hier dran. Ich finde es mega cool. Dein Adventure startet hier. Hier ist jetzt keine Absperrung. Das heißt, wir werden jetzt gleich mal so frech sein, wenn uns keiner aufhält, und werden einfach hochlaufen und werden einfach mal reinfilmen. Mehr als dass wir uns rausschmeißen, weil wir keine Reservierung haben, kann ja nicht passieren. Oh, guck mal, wen wir hier haben. Da haben wir doch Nemo. Doch selbst hier, guckt euch die Decke an. Alles mit Pflanzen, alles voll. Halt wie im Dschungel. Mega geiler Laden. Sowas müsste man in Deutschland machen. Es müsste in Deutschland mehr sowas geben wie diese ganzen Themenrestaurants. Das sieht doch, überlegt euch, das sieht doch der Hammer aus, oder? So, hier haben wir den sprechenden Baum, Tracy Tree, dort haben wir den Namen. Und, fängt sie an zu quatschen? Hallo. Nee, sie sagt nichts. Gut, dann laufen wir einfach mal nach oben. Letztes Mal war hier zu. Wieder ein Frosch. Ist das nicht ein geiler Eingangsbereich? So, ihr könnt ja auch Geburtstag feiern.
Ah, hier vorne braucht man denn eine Reservierung. Guckt einfach mal kurz rein. So sieht das ganze Restaurant aus. Da hinten haben wir einen Elefanten. Oder zwei. Auch die Wartebereiche, wenn ihr hier sitzt, ne? Mal so in den Felsen reingebaut. So, und die Figuren fangen dann auch teilweise an zu wackeln, ne? Da wird dann der Arm gehoben oder der Kopf bewegt sich, die Schlange irgendwo oben bewegt sich denn. Dort haben wir einen Tiger. Sie rennt weg. Dann gehen wir mal einfach frecherweise näher ran. So, guck mal die Sitzecken hier. Hier machen wir auf alle Fälle mal ein Treffen. Ich laufe jetzt hier einfach mal durch. Ganz frech. Da mal den Kletterpark, da können wir durchgucken. Hier mal die Elefanten. Und hier geht es zum Außenbereich. Oh, da hinten geht es ja sogar noch weiter. Da geht es auch noch weiter. Und hier habt ihr einen super Blick. Ist hier offen? Es ist sogar offen. Wir gehen einfach mal raus. Ihr könnt da schick draußen sitzen. Und direkter Blick auf den Las Vegas Boulevard. So, und da hinten haben wir Baba Gump. Direkt nebenan. Könnt ihr auch draußen sitzen. Also so sieht denn die Sicht aus, wenn ihr hier draußen sitzen solltet. Mega Location. Und die Sonne knallt. Und selbst hier draußen alles. Mit Dschungel. So, gehen wir mal rein, nicht, dass es Stress gibt. Da bekommst du automatisch gute Laune, auf alle Fälle. Vor allem, wenn du hier schon so eine Gänge läufst. So sieht das Geschäft von oben aus. Du siehst nicht ein Stück von der originalen Decke, weil halt alles zugeknallt ist. Also, falls ihr mit Kindern herkommt, die haben hier richtig Fun. So, laufen wir weiter, oder? Dann gehen wir raus. So, wo waren wir gerade eben? Wir waren genau dort gewesen. Würde mich auch über einen Link freuen. Welchen Link meint ihr? Meintet ihr mich gerade mit dem Link? Schreiben ganz viele rein. Ich würde mich über einen Link freuen. Zu dem Restaurant Rainforest Café. Sehr geiler Tipp. Bitteschön, dafür sind ja die Streams da, dass ihr Vorteile habt.
Also ihr wisst, wo man cool essen gehen kann. Weil man sieht es von außen gar nicht so toll, dass das so ein cooles Restaurant ist. Gut, wird jetzt auch nicht das billigste sein, aber wir sind ja nicht bei der Assis. So, hier war der ehemalige Harley-Davidson-Store gewesen. Oder Restaurant, Café, wie auch immer. Da hing ja hier damals die Harley raus. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt ist hier ein Barbecue-Laden. Achso, zu meiner Fanseite. Was für eine Fanseite? Achso, da hat jemand... Meint ihr meine Fanseite? www.rene-meinert.com? Oder meint ihr die Fanseite auf Facebook? Link von deiner Fangruppe. Wahnsinn. Ich war doch noch gar nicht im Dschungelcamp. Auch wenn wir jetzt im Dschungel waren. Ich habe doch noch gar nicht an Big Brother teilgenommen. Ich werde es wahrscheinlich auch nie. Also Dschungel würde ich nur machen, aufgrund der Erfahrung, mal da zu pennen und die Spielchen mitzumachen, sofern es um keine Tiere geht oder irgendwelche Kakerlaken futtern etc. Aber so das Abenteuer einfach mal mitmachen, das würde ich schon machen. Mann, hätte ich zu erzählen. Das müssten schon sehr viel Sendezeit für mich einplanen. Links haben wir die ganzen Souvenirläden. Hier empfehle ich euch auch, na was heißt empfehlen? Falls ihr mal günstiger Souvenirs kaufen wollt, geht hier hin. Das ist jetzt auch nichts Besonderes. Aber da gibt es zum Beispiel 4 T-Shirts für $9,99. Gut, kaufst du 4-mal das gleiche und alle schmeißt du alle halbe Jahre weg, falls es denn verwaschen ist. Aber bei solchen Läden, da kannst du schöne Souvenirs kaufen. Guck mal, hier gibt es ja Straßenhändler, das ist ja wie in Ägypten. Der hier, was haben wir denn hier? Gucci. Airport. Okay, thank you. Das wäre doch was für den Wendler. Da kann er doch, da braucht er nicht direkt bei Wish bestellen, da braucht er nur nach Vegas kommen, dann bleibt es innerhalb der USA. So. Marihuana, wir müssen auch noch einen Stream machen vom Marihuana-Store. Hier wird ja groß Werbung gemacht, dass du dir dann hier die dementsprechenden Bomben kaufen kannst. No? Okay. Ich darf nicht filmen, er sagt nicht und dann machen wir das nicht. So, hier könnt ihr Grand Canyon, Hoover Dam Touren, Discount Tours und so weiter buchen. Wenn ihr eine Tour bei mir machen wollt. Bei mir ist natürlich die beste Tour, das ist ja klar. Guckt euch meine Bewertungen an und es bleibt euch überlassen. So, hier haben wir ja wieder ein Tattoo-Studio. Was soll mir das bloß sagen? Das sieht doch wieder nach so einem Hanfschuppen aus hier. Da läuft ja auch schon die passende Musik zu dem Joint. Hey Bro, what's going on? Was ist in der Hood, Bruder? Ich küsse deine Augen. Oh, die haben wieder offen. Sehr schön. Pizza, Wings, Burger, Frozen Drinks, Bier. So, die Scooter, die werden jetzt mittlerweile in Las Vegas hier vermietet und die Leute spielen damit wirklich wilde Sau. Das heißt, wenn ihr keinen Bock habt zu laufen, könnt ihr euch so eine Dinger anbieten.
Aber schaut, wie leer das ist. Hat so ein bisschen Ballermann-Fieber hier. Aber alles leer. Hier der nächste Fat Tuesday. Hat noch nicht. Doch, hat er offen? Doch, hat schon offen. Hier könnt ihr euch die Zukunft voraussagen lassen von dem Kumpel. Der legt euch denn die Karten hin. Wisst ihr Bescheid, ob ihr eine gute Zukunft habt oder ob ihr eine schlechte Zukunft habt. So, das ist auch immer mehr im Kommen, diese sogenannten 4D-Touren. Ich selbst habe es noch nicht gemacht, aber du setzt dich in diesen Sessel rein, hast eine 3D-Brille auf mit Kopfhörer und erlebst dann halt verschiedene Adventure, wie zum Beispiel hier oben wird es gerade gezeigt. Da müsst ihr auch mit dem Rabattcode arbeiten. Hi, gut. Und dann habt ihr eine Achterbahnfahrt da drauf. Und so sieht das Ganze denn da drin aus. Ich würde sagen, das Geschäft läuft wie Sau. Christmas Deko im M&M Store. Ihr wollt doch nur, dass ich bis zum M&M durchlaufe, oder? Wollt ihr, dass ich weiterlaufe bis zum M&M Store? Wenn ja, macht ein Herz hier rein. Und wenn nein, macht ihr einen Daumen nach oben. Jetzt mal ein bisschen interaktiv hier werden. Auch diese ganzen kleinen Geschäfte. Das sieht sehr nach Rot aus. Sehr nach Herbst hin. Oh, jetzt kommt viel Blau, also nicht. So, ihr mit den Herzen hier, solltet euch mehr ranhalten, ansonsten wird das nix. Die Zeit läuft ab. Schickt Herzen. Da an der Seite, die ganzen Herzen. Ich brauche die Herzen. Ich kann also... René, die alte Disco Queen. Also, zu fressen gibt es hier genug. So, ich würde jetzt einfach mal sagen, Herzen haben gewonnen. Schaut euch das an. Was haben wir denn hier? Was für ein Laden? Ah, du kannst dir diese Scooter mieten. Diese Dreiräder. Oder auch dieses. Ach jo, hier haben wir den. Mann, ist das laut. So, und hier sind wir wieder bei Walgreens. Dort bitte einkaufen gehen. Immer schön den Rabattcode benutzen. German99. Geht einfach an die Kasse und sagt einfach German99. Mal gucken, was passiert. So, hier haben wir Target. Das ist ein neuer Supermarkt. Der hat jetzt schon aufgemacht. Das ist der erste richtige Supermarkt am Las Vegas Boulevard. Es gibt sonst keinen Walmart oder Smith. Und über Target ist noch Platz und dort soll ein Olive Garden aufmachen. Ich bin gerne bei Olive Garden. Das ist ein Italiener. Sowas wie Applebee's, Chili's ist es halt bei Olive Garden und der wird dort oben dann aufmachen. Und da geht's rein zu Target.
mal, hier haben wir die gefliederten Mädels. Ist das ein Wetter? Wir müssen ganz kurz noch mal hochhalten, ob wir irgendwo eine Wolke sehen. Nicht, dass das heißt, die ganzen Wolken sind hinter mir. Nix! Wo sind die Wolken? So, falls ihr günstig Klamotten kaufen wollt, geht hier rein zu Ross. Ross for Less. Dort könnt ihr reingehen, da könnt ihr Schnäppchen machen. Markenklamotten. Übrigens, nochmal so als Hinweis, der Typ hier, der mit seinem Plakat hier steht, ich habe Anfang des Jahres solche Plakate drucken lassen und wollte dieses Jahr richtig Promotion machen auf dem Las Vegas Boulevard. Hat sich ja alles erledigt, aber ich habe die Plakate zu Hause, sogar beleuchtet mit LED-Schrift. Das heißt, wenn ihr im Sommer, Herbst nächsten Jahres hierher kommt und ihr seht Leute auf der Straße stehen, vermutlich nähe Bellagio und gegenüber am Paris Hotel, die Werbung für Treasure Tours of Nevada machen. So, Hard Rock Café hat ja zu uns gesagt, nein, sie dürfen hier drinnen nicht filmen. Ich habe gesagt, aber ihr könntet ja potenzielle Fans kriegen, die hier auch mal essen gehen. Nein, das wünscht das Headquarter nicht, dass man dort drinnen filmt. Also machen wir das nicht. Böser, böser Laden. Dafür unbedingt nebenan, hier haben wir ja die schon wieder, sind es die gleichen? Wie geht denn das? Die sehen ja genauso aus. So, ABC Store, hier waren wir auch drin letztens. Ich glaube zumindest, dass wir da einen Stream gemacht haben. Hier könnt ihr ganz viele Souvenirsachen drin kaufen. Auch sehr nett gemacht, inklusive amerikanische Nummernschilder. Und die sind auch gar nicht so teuer. Jetzt sind die hier gerade, warte mal, 7,99. 7,99. Na? Seid jetzt verheiratet. Sin City. Avisome. Route 66, All In, Viva Vegas und das Ganze gibt es dann auch nochmal in klein. Genau, ABC Store ist super, geht in ABC Store, Walgreens, CVS, das ist in Ordnung. Da haben wir wieder so gefiederte Mädels. So, die machen jetzt Fotos mit, oh Gott, wen haben wir denn da in der Mitte? Ich wollte gerade sagen, ist ein Kind, aber ich weiß es nicht. So, das Ganze ist gratis, aber ihr solltet ein Trinkgeld geben, weil die dürfen offiziell kein Geld verdienen, aber gegen Trinkgeld dürfen sie arbeiten. Das heißt, die dürfen nicht sagen, wir machen das Ganze jetzt und ihr müsst $5 pro Person zahlen. Nein, man gibt Trinkgeld, so wie sie das jetzt macht. Sie macht das Portemonnaie auf, jetzt gibt sie Geld. Und meistens ist es denn so, wenn ihr... Ich sag mal, $5 gebt, dann sagen sie, wir sind aber zu zweit, wie sollen wir denn die $5 teilen? Na ja, dann zweimal $5. Könnt ihr euch ja hochrechnen, wenn alle paar Minuten einer ankommt und mit den Mädels ein Foto macht, was die für einen Stundenlohn haben. So. Denny's am Las Vegas Boulevard und guck mal, wie die Leute hier draußen warten, damit sie da reinkommen. So, und schon sind wir an der Ecke, Coca-Cola und M&M. Aber wir müssen warten, bis wir grün haben, weil wir laufen nicht über rot. Und da wurde schon bei M&M eingekauft. Gibt $2, können die das teilen. Ihr lauft alle über rot, ihr seid böse.
So, manchmal schmeiße ich übrigens nach meinen Touren meine Gäste hier raus. Ich halte dann meistens an der Stelle hier, weil ihr dann direkt am Las Vegas Boulevard seid und könnt dann bei Denny's was essen gehen oder könnt in ABC Store reingehen oder bei Coca-Cola und in M&M Store. Weil ich empfehle, nach meinen Touren, zumindest nach meiner City-Tour, die vormittags anfängt und mittags endet, euch nicht zurückzubringen ins Hotel. Weil was wollt ihr im Hotel? Ihr sollt raus, ihr sollt Vegas gucken und so weiter. Deswegen zentrale Plätze, wo ich die Leute am liebsten absetze, damit sie dann auch noch was vom Tag haben. So, was ist hier los? Wir warten. Die warten da drüben auch alle. Die auch. Jetzt kommen die erstmal hier alle reingefahren. Da haben wir sie ja schon wieder, die beiden. Die rennen mir hinterher. Und was ist doch hier mit dem Zoom? Was soll denn das hier? So. Erzähl vom Busfahren, ist auch mega. Ja, ihr könnt euch natürlich ein Busticket holen. Ich zeige euch mal gleich die Bushaltestation. Das ist der Deuce-Bus. Und da zahlt ihr lediglich $8. Und für $8 könnt ihr 24 Stunden jeden Bus der öffentlichen Verkehrsmittel in Las Vegas benutzen. Ihr könnt den gesamten Las Vegas Boulevard hoch und runter fahren, bis zum Las Vegas-Zeichen, Flughafen, Downtown. Ihr könnt auch ins Wohngebiet fahren und es kostet lediglich $8. So, und die Bushaltestation dafür, kommen wir jetzt auch gleich näher ran. Die ist dort hinten, wo gerade ein Wohnmobil steht. Jetzt haben wir die Achterbahn drüben. Achterbahn müssen wir auch nochmal fahren, oder? Im Livestream, im richtigen. Links haben wir den M&M-Store, da gehen wir gleich rein. Ich laufe nur ganz kurz ein bisschen weiter, um euch zu zeigen, wo die Bushaltestelle ist. Und zwar ist die Bushaltestelle dort. Dort, wo das Wohnmobil steht, dort könnt ihr einsteigen. Dort gibt es die Ticketsautomaten. $8 in bar reinmachen oder mit der Kreditkarte und dann könnt ihr ein Tagesticket holen. Oder ihr zahlt $20 und für $20 bekommt ihr ein Dreitagesticket und dann könnt ihr 72 Stunden so viel in Las Vegas hin und her fahren, wie ihr möchtet. Sehr empfehlenswert. Ihr könnt natürlich auch Uber oder Lyft nehmen. Das sind private Taxiunternehmen. Nehmt keine normalen Taxis, die zocken euch ab. Macht das Ganze so. Irgendwo muss doch hier im Übrigen die Webcam sein, ne? Wenn wir schon mal hier sind, ich stehe vor dem M&M Store, dann wäre doch mal nett, das war an die Stalker. Nein, ist ja lieb gemeint. Irgendwo muss die Webcam sein und das heißt, ihr müsstet mich jetzt hier gerade sehen, wie ich stehe. Und dann seht ihr mich, dass ich live hier bin und nicht vor so einer grünen Wand stehe bei RTL in irgendwelchen Studios in Köln. So, ihr habt da auch einen Food Court mit Subway, India Express, Skechers. Wen haben wir denn hier schon wieder? Schon wieder zwei Mädels. Die kommen jetzt auf mich zu. Hello, no. I'm local, thank you. Da wollte sie ein Foto mit mir machen. Man sieht ja gar nichts vom Arsch. Du musst ja aufpassen wegen der Diskriminierung. Dürfen wir ja nicht so. So darf ich ja nicht reden. Das muss ja alles politisch korrekt sein. So, M&M. Das ist denn jetzt das dritte Mal, dass wir bei M&M sind. Ich glaube, ihr mögt den M&M, oder? Ich glaube, du musst dich rasieren. Nein, glaube ich nicht, weil ich habe die Aufforderung bekommen, so rumzulaufen. Warum, wieso, weshalb? Verrate ich nicht. It is what it is. Ich war doof. Ich hätte sagen können, ja klar, machen wir ein Foto und dann hätte ich Geld verlangt. Dann gucken wir mal, wer mehr Besucher hat. Man sieht dich bei der Webcam. So, wo ist denn die Webcam? Die muss ja irgendwo da oben, müsst ihr jetzt mit dem Rücken zu euch stehen.
Ich vermute mal, wartet mal. Wo haben wir hier die Webcam? Wir haben dort oben eine Cam. Warte mal. Wo haben wir sie? Seht ihr diesen schwarzen Nippel daraus hin? Da, bei dem A. Das könnte sie sein. So, dann stelle ich mich mal so hin und winke. Hallöchen. Ihr seid der Wahnsinn. So, kurz in den M&M-Store rein. Gucken, ob weihnachtlich geschmückt ist, ob Weihnachtssachen gibt. Wir haben ja Christmas-Time. So. Na, das sieht doch schon sehr nach Weihnachten aus. Das ist aber auch ein schöner Pullover. Tatsächlich alles weihnachtlich. Na, was heißt alles? Aber erstmal. Na, da haben wir ja schon mal das Passende für mich. So einen großen Schlafanzug. Ein geiler Store, oder? Aber wir laufen jetzt nicht alles ab. Wir waren ja hier schon drin. Geht auf YouTube, schaut euch den Stream an vom M&M Store. Da sind wir alles detailliert durchgegangen und auch den Coca-Cola Store nebenan. Machst du Donnerstag Weihnachten? Ja, ich kriege Besuch aus Los Angeles. Das heißt, Weihnachten werde ich nicht einsam und alleine mit Spike verbringen, sondern wir sind drei Erwachsene, ein Spike und es wird am Heiligabend, da machen wir ja übrigens einen Stream, ich bleibe euch ja treu und da machen wir eine Tour durch mein Haus, weil ich kriege ganz viele Anfragen. Was heißt ganz viele? Aber es gibt einige Anfragen, die dann auch zwischendurch immer schreiben, hallo René, wie wohnst du denn? Blablabla. Bla, bla. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, einfach mal einen Stream von zu Hause zu machen und dann gehen wir alles durch, von Küche bis Klo, Dusche, Abstellraum, Garten, Garage und so weiter. Dann zeige ich euch, wie ich wohne und das machen wir Heiligabend und Heiligabend bekomme ich dann Besuch und dann machen wir Raclette. An dem Tag werde ich sündigen mit meiner Diät und nächsten Tag gibt es Fondue. Also es wird eine ordentliche Fresserei werden, aber dafür ist ja auch Weihnachten da. So viel dazu. Ganz schicke Hosen. Mit sowas müsst ihr rumlaufen. Klotour live, ja. So, da geht's denn hoch. Ist ordentlich Betrieb hier. Guck mal, und die kommen alle schön mit den Taschen runter, mit eingekauft, eingekauft. Und M&M's freut sich und sagt, yeah, so wollen wir das. So. Musst du noch aufräumen? Ja, ich muss aufräumen. Ich muss aufräumen. Guck mal, ihr habt da noch die ganzen M&M-Figuren. Sogar mit einer Achterbahn. Ach, try here. Der Schillige mit dem Telefon in der Hand. So, und hier wird immer schön Kasse gemacht. Und hier haben wir dann auch noch Socken. In sämtlichen Sorten. Und alle ganz artig mit Maske. Ja, das funktioniert hier eigentlich ganz gut mit Maske. Wir können ja froh sein. Guckt,
Wir haben in Las Vegas keinen Shutdown, die Geschäfte haben offen, du kannst ins Restaurant gehen, du kannst auf der Straße rumlaufen, du kannst ins Casino gehen und so weiter. Das ist zum Beispiel in Kalifornien momentan nicht möglich, da haben die Restaurants komplett geschlossen. Und deswegen sind wir hier eigentlich noch ganz gut dran. Und da haben wir den Bus, ganz kurz. Da haben wir den Duesbus. So sieht der aus. Immer anders beklebt. Und der fährt 24 Stunden, 7 Tage die Woche den gesamten Las Vegas Boulevard. So, ich würde sagen, wir sind durch. Wir schwenken um auf Instagram. René_Meinert. Da streamen wir gleich weiter, während ich dann zurücklaufe zum Planet Hollywood. Werde ich da was essen gehen? Ich müsste eigentlich was essen gehen. Da gibt es ja das Restaurant mit den 4,99 Mittagsmenü, aber ich weiß nicht, ob das am Sonntag gilt. Das gucken wir dann gleich mal. Und ja, alle Fragen und so weiter beantworte ich dann gleich auf Instagram, weil hier ist Querformat und ich sehe immer nur eine Zeile, so schnell kann ich nicht antworten. Und ich will es auch nicht ganz, ganz so lange machen, deswegen schwenken wir um. Ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend nach Europa und auch für die Leute, die aus Amerika zukommen. Vielen Dank für das zahlreiche Einschalten. Wir sehen uns am Donnerstag wieder, 20.30 Uhr Instagram, 21 Uhr deutscher Zeit. Auf Facebook mit dem Stream von mir zu Hause. Danke, tschö mit Ö, bis demnächst in diesem Theater.